Was suchst du denn hier? Frustriert vom Leben oder was? Wie es ausschaut. Da in den Kanälen ist ein grässliches Biest. Dem weichst du besser aus. Will ich mir merken. Verschlungen haben, aber auch viele tapfere Kämpfer sind reingegangen und nie wieder rausgekommen. Okay. So schlimm kann das gar nicht sein. Oh, ein Ertrunkener. Das ist das Biest, was da drin ist, oder? Hier war noch ein Schlimmeres. Was haben wir hier für Biest? Oh nein, ausgeschlossen, klar? Wag es ja nicht. Bitte, geht da tu vorsicht. Mir das nicht an. Shami? Geralt? Was machst du hier? Ich versuche, ihn zu retten. Hilf mir. Shami, hör auf. Er ist tot. Ich bin sicher, irgendwas können wir tun. Lass das sein. Verdammt! Alles umsonst. Du hast getan, was du konntest. Danke, Geralt. Es ist schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Hab dich nach Vysima aus den Augen verloren. Was hast du getrieben? Lange oder kurze Fassung? Ich habe mich wie immer um die Kranken und Verwundeten gekümmert, vor allem in meiner Ochsenfurter Klinik. Aber in Redanien helfe ich bisweilen auch der Armee. Ich will auch die lange Fassung hören. Sicher. Wenn wir aus der Kanalisation raus sind. Ist die redanische Armee auch dienstlich hier? Oder vertritt sie sich in der Kanalisation nur die Beine? Die Befehle kamen heute Morgen. Ich bin mit einer Einheit hier runter, dann hat uns etwas angegriffen. Wieso haben sie euch hier runtergeschickt? Also, wenn's nicht vertraulich ist. Ich brauche eine Giftprobe von dem Vieh, das durch die Kanalisation streift. Das es sterben nicht nur die Leute, die hier runterkommen. Ich baue nur den Kopf. Wasser in den Brunnen ist vergiftet. Die Leute werden krank, auch die redanischen Soldaten. Ich will das Monster töten. Ich kann dir etwas Gift mitbringen. Nett von dir. Aber ich würde lieber mitkommen und die Probe selber nehmen. Die Kreatur ist gefährlich. Du hast gesehen, was sie tut. Ich bin ein großes Mädchen, Geralt. Ich komme zurecht. Versuch nicht, es mir auszureden. Du weißt, wie stur ich bin. Na, na schön. Deine Entscheidung. Zeigt mir also, wo das Monster euch angegriffen hat. Hier lang. Das Gitter ist verbogen. Das muss was Großes mit Schwung gewesen sein. Ich habe es zugemacht, als ich geflohen bin. Das Monster muss reingekracht sein. Gut, dass es gehalten hat. Aber jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Okay. Ich glaube, ein Ortzeichen. Lohnt es sich überhaupt, da draußen zu suchen? Ich hoffe eher, dass der Schlag des Monsters also eine der Bombe Winde geschwächt hat. Blendet Gegner am Explosionsradius. Nee, das wird. Das wird zu nix. Finde den Weg außen rum. Ja? Ich sag, du findest deinen Weg außen rum.
Aha. Vorsicht, vielleicht ist das Monster noch hier. Er vergewaltigt noch, also ist das wurscht. Soldaten aus deiner Eskorte? Ja, das sind sie. Vern, Miklas, die Armen. Die Bestie scheint nicht herumzuspielen. Sie haben mir das Leben gerettet. Die Bestie scheint steinig zu sein. Was genau ist passiert? Wir kamen hier rein und Miklas wollte nach Spuren suchen. Dann griffen Ertrunkene an. Mit denen haben die Männer kurzen Prozess gemacht. Aber Franz ist verletzt worden. Am Bein. Ich wollte ihn verbinden. Nols stand Wache. Dann erschien das Monster. Nols schubste mich zum Ausgang und rannte auf das Vieh zu. Ich drehte mich um und sah ihn in irgendeinem klebrigen Zeug liegen. Ich holte ihn und schleifte ihn dahin, wo du uns gefunden hast. Wo war das Monster? Miklas und Vern haben es von uns weggelockt. Und teuer dafür bezahlt. Hast du gesehen, was euch angegriffen hat? Es geschah zu schnell. Ich habe es nicht genau gesehen. Nur von hinten. Groß war es. Und schleimig. Ich muss mich umsehen. Der Mann, den du verarztet hast, ist er hier? Franz? Ich sehe ihn nicht. Vielleicht hat das Monster ihn fortgeschleift. Kann sein. Das Biest ist vermutlich hier reingekommen. Oder raus. Ganz schön tief. Ganz schön tief. Die untere Ebene der Kanalisation ist seit Jahren versperrt. Aber Kommandant Vern hatte einen Generalschutz. Aha. Mal sehen, ob ich ihn finde. Finde mit Hilfe der Extrasonne. Ein Schlüssel zum Gitter in der Kanalisation. Okay. Hier vielleicht. Schwertwurm. Das war kein Monster. Da kommen mal Trunkene. Ich hab den Schlüssel. Den Schlüssel. Ein Brot. Wo ist die Tür? Ah, hier, diese Tür. Ein paar Trunken, ne? Doch nicht beide auf einmal. Übertreibt, Leute. Kommt alle dran. Keine Panik, ihr werdet alle gespalten. Ihr könnt ein bisschen Unterstützung gebrauchen. Verdammt. Helfen wir sie nicht. Shit. Grässliche Kreaturen. Alles klar? Ja. Wo ist das Monster? Da ist Franz. Was von ihm übrig ist, meinst du? Was für eine Kreatur würde sowas tun? Interessant. Was? Franz war am Bein verwundet, nicht wahr? Mhm. Direkt über den Knie. Konntest du es mit was behandeln? Ja, mit Schnaps. Aber das war alles. Warum? Sieh mal, das Bein ist halb weg. Das Monster muss es abgebissen haben. Die anderen Leichen waren unberührt. Bis auf die Wunden aus dem Kampf. Willst du behaupten,
Das Monster mag Alkohol? Mhm, mit Blut gemischt. Hier erfahren wir nichts mehr, glaube ich. Wir müssen das Lager finden. Bin direkt hinter dir. Finde das Versteck des Monsters. Schau dich, pass auf! Weg da! Wieder ein Haufen Ertrunkener. Kurz mal meditieren. Das ist das Versteck des Monsters. Komisch. Ich habe gedacht, das Monster kann. Verwesende Leichen, überall Schleim und dieser Gestank. Das muss das Lager sein. Frisch und feucht. Das Fieber gerade hier. Ich nehme die Probe. Achtung von hinten. All die Tunnel und Korridore laufen hier zusammen. Und nun? Wir müssen das Monster anlocken. Und wie? Wir wissen nicht mal, was es ist. Aber wir wissen, dass es auf Blut mit Alkohol steht. Und Alkohol habe ich zufällig dabei. Du willst dich doch nicht selber verletzen, oder? Ganz ruhig. Wir haben reichlich Kadaver. Die nehme ich. Wollte gerade sagen. Ich mach mich dran. Ich bezweifle, dass ich im Kampf viel nütze. Aber hinterher brauchst du mich vielleicht. Ich versteck mich. Am besten wartest du oben auf mich. Oder zu Hause. Aber... Kein Aber. Warte im Durchgang, wenn du willst. Aber lieb ist mir das nicht. Wenn das Monster erscheint, rennst du nach oben. Na gut. Shani, sieh mich an. Versprich, dass du dich raushältst. Versprochen. Gut. Jetzt versteck dich. Sei vorsichtig, Geralt. Na dann. Besiegen wir ein Monster. Ich bin gespannt, was das ist. Wie es aussieht, irgendwas Schleimiges, was Spinnenhaftes und was da eine riesige Spinne die Schleimfäden schießt. Na, dann hoffen wir mal, dass das klappt. Kröte. Von hinten angreifen. Wird schwerer als gedacht.
verdammt. Das ist gut gewesen. Heil dich. Fertig, verdammt. Erstmal zwei Schaden gebaut. Verdammt. Das war ein Treffer wäre. Scheiße. Es gibt keine Heilung. Wenn ich zwischendurch getroffen werde. Ja, wir werden auch ohne Kröte besiegen können. Hinten! What the fuck? Hier. Ist alles. Verdammt! Wir hätten die fast tot. Noch wenige Schläge, dann hätten wir es am Wickel gehabt. Verdammt. Die scheiß Kröte. Die würde ich heute gerne noch jagen.
hier ausweichen. Okay, das Artzeichen hat eins gemacht. Das ist das. Das Artzeichen. Treffen von hinten hinzukriegen, das ist recht. Echt ein Wunder bei dir. Gut, ja. Ich denke, ich kann auch eine Kurt eigentlich sein. Alter. Nein! Das Gift rein. Und die Giftspritzen müsste ich eigentlich das verschwinden. Muss jetzt hier rangehen und sich verschmutzt. Dann kann ich es am besten erreichen. Oh ja. Okay, die Hälfte haben wir. Fast wieder voll geladen. So ein paar sehr kritische Treffer. Und jetzt geht rein. Bald. Sehr gut. Das Ding küsse ich nicht. Bah. Gekraft. Gegengift mit dabei. Oh, das ist tatsächlich ein Prinz. Du bist tot. Halavat! Galavet Kar! Wir kriegen den Kopf der Kröte jetzt doch nicht. Gadarash Al Wut. Das ist schlecht. Was geht hier vor? Oh, er kommt endlich zu sich. Und er kann sogar sprechen. Ich dachte schon, ich hätte niemanden zum Reden hier, außer vielleicht mein Spiegelbild im Pisseimer. Wo bin ich? Auf der Albatros oder der Fakbatoil in deren komischer Sprache, unterwegs nach Ophir. Ich erinnere mich nicht, irgendwo angeheuert zu haben. Hast du auch nicht. Sie haben dich an Bord geschleift. Du hast ihren Prinzen getötet, wie es scheint. Tja, Monster. Monsterkröte habe ich getötet.
Kröte in der Kanalisation, verdammt. Ich hab wohl Glück gehabt. Die hätten mich auf der Stelle töten können. Kommt auf die Sichtweise an. Ich kann ein bisschen, Ophiri. Sie sind auf einer Mission. Ihr König hat sie geschickt, damit sie den Prinzen finden und erlösen. Sie haben bei ihrer Ehre und der ihrer Ahnen geschworen, dass sie ihn heil und gesund nach Hause bringen. Und ich habe ihn getötet. Toll. Offenbar glauben sie, ihre Ehre zu retten, wenn sie den Prinzenmörder der Justiz des Königs überstellen. Und wer bist du? Felipe Calagrande, zu deinen Diensten. Gemeiner Dieb, professioneller Hehler und Stadtführer von Ochsenfurt, wenn ich Zeit habe. Was machst du hier? Auch einen Prinzen getötet? Nun, sie meinen, ich hätte damit zu tun. Weißt du, ich war ihr Führer und hab sie in die Kanalisation gebracht. Aber da warst du schon fertig mit dem Prinzen. Es tut mir leid. Nicht deine Schuld, Kumpel. Ich hätte ja auch sitzen bleiben und Gewinn spielen können, anstatt damit zu prahlen, dass ich Ochsenfurt kenne wie meine Westentasche. Sind wir schon lange unterwegs? Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Andererseits, was spielt das für eine Rolle? Eine große. Wenn sie mich aufhängen wollen, habe ich es nicht eilig. Also, ich bin froh, dass wir nach Ophir fahren. Da gibt es angeblich weiße Wildpferde mit schwarzen Streifen. Die wollte ich schon immer sehen. Sind sie nicht schwarz mit weißen Streifen? Nein, schwarze Pferde mit weißen Streifen gibt es in Sangwebar. Ganz sicher. Ah, ja. Hör mal, da war doch eine junge Frau, eine Ärztin, rote Haare. Haben sie die auch erwischt? An so jemanden erinnere ich mich nicht. Du warst allein. Gut, dann konnte sie fliehen. Hoffentlich ist sie zu Hause. Hast du zu fliehen versucht? Ich habe meinen ganzen Charme spielen lassen, nichts zu machen. Vielleicht ist mein Ophiri zu schlecht. Ich kann gar keins. Wir sind mindestens einen Monat auf See. Ich bring dir die Grundlagen bei. Elkal Orial! Was heißt das? Wir sollen den Mund halten. Da liegt ein Missverständnis vor. Kann ich den Kapitän sprechen? Elkal Sokan! Galavet Kar! Ualbatar Ge! Still, du Hund. Du wirst büßen, dass du unseren Prinzen getötet hast. Iliam Bala! Karveretende! Wärst du schon tot? Rihav Kernerarem Karer Anna. Dorakate, je Alami. Wir haben bei unserer Ehre geschworen. Wie sagt man, bringt mich zum Kapitän? Wild Alke Ul-e-Gulat. Was? Elkal! Wild? Wild Alke Ul-e-Gulat. Elkal! Inkal aver ikel urgehegerving olviter. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Du sollst Ruhe geben. In zwei Wochen hängst du. Na toll. Lass gut sein. Es ist zwecklos, mit denen zu reden. Du erntest nur saures Geblubber. Und sie pumpen sich auf, hast du gemerkt? Wie diese Fische. Wie heißen die noch? Spricht hier irgendwer die Gemeinsprache? Sie haben diesen Söldner dabei. Ich glaube aus Edirn. Der hat mich angeworben, sie durch die Kanalisation zu führen. Oh, und der Magier, der sie führt, spricht auch ein bisschen. Aber mit dir werden wohl beide nicht sprechen. An deiner Stelle würde ich mich aufs Ohr legen, anstatt anderen eins abzukauen. Wir fahren noch lange. Ihm war noch froh, dass wir jetzt mit dem reden. Sondern jemanden, mit dem ich kommunizieren kann. Hallo Geralt, kennst du mich noch?